Ich bin einer der größten Influencer in ganz... Ich kenn dich. Yes. Ey, krieg ich hier was? Was willst du, Fred? Mein T-Shirt ist ein bisschen schmutzig, ja. Was willst du haben, mein Freund? Oder ich baue ein T-Shirt, ja. Ein T-Shirt? Ja. Ich kann dir eins anbieten. Du bist immer wieder von der Bühne. Ach so. Freunde, bevor es losgeht, eine wichtige Sache von mir. Denn ihr wisst, ich war in Mailand, ich war auf Malle in Spanien. Aktuell befinde ich mich auf der Gamescom in Köln. Da muss man viele Sachen einpacken. Unterhose, Socken. Und was für mich als Essential nicht fehlen darf, ist der Beard Hedger von Manscaped. Denn er ist extrem praktisch mitzunehmen. Ihr braucht nur das Case, habt den Rasierer da drin. Und was ihr braucht, sind nicht 5 Aufsätze, sind nicht 10 Aufsätze, sind nicht mal 2 Aufsätze. Ihr braucht lediglich einen Aufsatz. Den packt ihr rauf, habt 20 Schnittlängen, die ihr auswählen könnt. Und dann ist für eure Bartpflege gesorgt. Deswegen checkt das Ganze ab. Mit meinem Code OMEN20 erhaltet ihr 20% Rabatt. Plus, ich hau noch kostenlosen Versand drauf. Viel Spaß mit dem Video und haut rein. So, Freunde, ich begrüße euch mit einem kräftigen Moin. Moin zu diesem neuen Video, Freunde. Wir befinden uns aktuell auf der Gamescom, beziehungsweise vor der Gamescom in Köln. Und was wir heute machen werden, könnte in gewisser Art und Weise, ja, schon gottlos werden. Ihr wisst, ich habe den einen oder anderen Follower auf Instagram, den einen oder anderen Follower auf YouTube, aber ich habe das noch nicht wirklich versucht, irgendwie jetzt vor Ort zu monetarisieren. Natürlich gibt es einige Placements, die man macht, die auch Geld reinbringen, aber hier vor Ort will ich mal testen, wirklich, wie weit komme ich als Influencer. Für den Eintritt ist gesorgt, denn da habe ich schon die Karte rausgezogen. Es gibt hier auf der Gamescom so gewisse Creator-Tickets, die du bekommen kannst, beziehungsweise du registrierst dich dafür. Entweder du wirst akzeptiert oder nicht. Und ich wurde akzeptiert, dank eurer Hilfe. Deswegen haben wir kostenlosen Eintritt da drin. Wie es dann weitergeht, werden wir dann sehen. Ich sehe direkt beim Zutritt von der Gamescom eine sehr interessante Sache, denn hier werden Bändchen ausgegeben. Die holen wir uns jetzt. Ich weiß nicht für was, aber ich will ein Bändchen. Mit Bändchen rumlaufen, immer cool. Ey, was sind das für Bändchen, Bruder? Ja, die brauchst du, wenn du drin Spiele spielen willst oder so. Also so, wenn du 18 Spiele spielen willst, brauchst du ein rotes Bändchen. Okay. Kannst du mir eins besorgen? Ja, komm mit. Ja? Brauchst du irgendwie bei Instagram oder so, oder? Nee. Nee? Okay, easy. Wie heißt nee, du das halt, Omezuelo, dass du halt siehst, wie viele Follower ich habe und so, weißt du? Ja, nur, dass du Bescheid weißt, weißt du? Ich guck gleich. Weil ich bin jetzt nicht irgendeiner, der sitzt komisch zu dir, weißt du? Easy, ja, kein ja, Problem. Ich mach das. Viel Spaß hier, ne? Ja. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, ja. Willst du Foto machen oder so? Na, ist gut. Okay, okay. Man muss das hier leider betonen, aber also ich treibe es natürlich hier auf die Spitze, sonst habt ihr kein unterhaltsames Video. Es ist immer so ein bisschen Larifari-Ding, deswegen heute, zack, dieses Gesicht. Ich bin Influencer, ich komme überall rein, aber nicht zu ernst nehmen, ne, bitte. So, angekommen auf der Gamescom. Viele Leute hier, die einen auch gerade direkt erkennen, bitte, sorry. Mach keine Fotos bitte, okay? Deswegen brauchst du in gewisser Art und Weise einen Rückzugsort. Für den ist auch gesichert. Denn als Creator, als großer Creator hier auf der Gamescom kriegst du natürlich ein Red Bull Armband, wo du deine Sachen ablegen kannst. Und was es da noch gibt, das zeige ich euch jetzt. Jungs, später Fotos. Ein Bild. Ja, natürlich. Was habt ihr mitgenommen von hier? Ich habe eine Tüte. Ja, zeig mal. So was. Geil, und ich habe was gewonnen. Echt jetzt? Ja, ja. Oh, geil. Digga, du weißt, ich bin Influencer und so, ne? Ja, ich weiß. Ich habe viele Follower, Digga. Willst du mir das geben? Dann kannst du auch wirklich. Echt? Ja. Yes! Mein Bruder. So, Produkt Nummer 1, was wir uns ergaunert haben durch unsere Reichweite. Ich muss das monetarisieren. Hey, ab jetzt! Ein Foto, 10 Cent, okay? Ich hab 50 Cent. Ja, gib mal 50 Cent. Ey, rechnen 2 Cent reichen auch. Ich hab kein Geld. Jungs, da gibt's doch kein Foto, wenn ich kein Geld hab. Ja, ja, gib 50 Cent. Ich hab 20 Cent, ich hab 20 Cent. Ja, du hast doch schon Menschen. Aber du weißt doch, wer ich bin, ne? Ja, safe. Wie heißt ich? Ja, Vita Welt! Vita Welt! Vita Welt! Vita Welt! Ich glaube, ich kriege jetzt Stress, weil wir in die Red Bull Area reingegangen sind und ich ganz vor Vita Welt geschrien habe. Oh Gott, ich glaube, ich kriege jetzt Probleme. Ja, stimmt. Red Bull Area angekommen. Hier einmal alles gratis zu trinken. Blockhaus auch gratis. Ja, nee, für Essen und Trinken ist gesorgt. Mach sowas eigentlich nicht, ne? Mhm. Aber gib mal bitte 2, 3 Tipps. Von einem richtigen Marok mit langen Fingernägeln. Pass auf, du musst die Leute in Bedrängnis bringen. Okay. Du musst Druck aufbauen. Okay. Willst du ein Beispiel zeigen? Ja, mach mal. Komm mit. Ich zeig dir jetzt wirklich Skorpionenleben, Hyänen. Komm mal mit, guck mal, ich zeig dir einen. Komm mal mit. Ewa Stegi, was geht, mein Bruder? Was geht? Alles gut. Was geht? Alles gut. Was geht? Guck mal seinen Arm an. Internetcafé. Er ist Internetcafé gegangen. Wie hast du das gemacht? Internetcafé, du hast ausgedruckt. Was redest du? Er hat es einfach ausgedruckt und hat sich rumgemacht. Pass auf, 10 Liegen schützt du. Ich verrate, dass du das Ding anhast. Verrat ich auch. Nein. Jetzt? Okay, 10 Liegen. 10? 10? 10 Stück. Jetzt! Da haben wir ja. Maschine, Bruder. Boah, Sammy, hast du da. Sammy! Bruder, einer von uns darf hier nicht sein, Bruder, ja? Was? Mit diesen Pizzen? Bruder, meinst du es ganz normal, Digga? Siehst du diese...
Was ist das? Wie, was ist das? Ich meine das ganz ernst, was ist das? Du hast ihn nicht rein. Menschen. Komm mal kurz mit. Nee, das ist so. Ey, das war nicht geplant, Digga. Das war nicht geplant, Bruder. Ey. Stark. Ist ein Kumpel oder was? Ja, ja, ist ein Kollege von uns. Aber auf jeden Fall, ich hab geguckt und ich hab gelernt, Digga. Ja, weil die Leute schenken dir auch nichts, Bruder. Ja, das stimmt. Wie siehst du? Kuba hat jetzt einen Auftritt bei JBL. Und wir machen richtig Randale, Bruder. Weil wir kennen die Markenbotschafter. Okay, da ist die Security. Kuba! Ich muss einmal zu Kuba. Hier einmal durch. Ich muss kurz zu Kuba. Ja, was geht? Kuba. Wieso Fortnite? Was geht? Hi! Oh, da ist eine Fummel! Was geht? Hä? Wer bist du? Womit? Achso! Okay. Der Rollrad straight up rausgekickt. Hier bei Red Bull rein. Ich schreibe Vitavelt, die haben mich auf dem Kicker. Und jetzt bei JBL habe ich mitbekommen, dass sie irgendein Security weitergegeben haben, dass ich hier weg soll. Okay, kleine Planänderung. JBL hat mich auf dem Kicker, deswegen müssen wir Halle 9 verlassen. Digga, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu einem Spiel, was wirklich legendär ist, nämlich Tekken. Wir sind von JBL. Hi. Hi. Von wo bist du? JBL. JBL? Ja. Ich kenne dich gar nicht. Wir haben den ganzen Tag über, also heute zum Beispiel, also es gibt immer verschiedene Creator, die den JBL-Account bekommen. Wir machen Instagram-Stories für deren Hauptaccount und sollen dann einfach so JBL, ein paar Geld. JBL-Quantum. Gestern war, ja, genau. Also die hat gefällt ja, ja, ja. Gestern war Phoebe, kennst du Phoebe? Ja, ja, ja. Phoebe hatte gestern den Account, heute bin ich. Vorgestern war Revi, glaube ich, noch da. Ah, okay. Und die wechseln da immer ein bisschen mit den Creator. Okay, okay. Es ist ein bisschen weniger los, aber wir sollen so ein bisschen durch die Stände gehen und so. Und, ja, das Game. Deswegen, ist das okay, wenn wir... Ja, ja, geh durch. Ja, also von, wir sind Creator. Bro, was geht? Achso, ja, ja, ja. Eine größere Charakterfrage, als man denkt. Wen nimmst du bei Tekken? Warum leckt das so, Mann? Bro, wir müssen ein bisschen gut reden über das Game, Digga. Ich bin von JBL da. Bro, das leckt des Todes, ja. Warum leckt das so? Lecken. Ich hab gedacht, das heißt Tekken, Digga, nicht lecken. Jin gegen? Alright. Digga, ich glaube, das, was ich gerade mache, das nicht mal Influencer-Karte rausziehen, das ist einfach scheiße labern. Also, falls ihr irgendwie auf der Gamescom seid und nicht so lange anstehen wollt, sagt einfach, ihr habt irgendeinen Instagram-Account bekommen von irgendeinem großen Unternehmen und dann lasst ihr euch alle durch. Ich brauche irgendwas von Lego. Wie viele Follower hast du? Ich habe, aktuell bin ich bei 60.000. Ehrlich? Ja. Bei was? YouTube. YouTube? Ja. Mike, damit man dich versteht, mein Bruder, jetzt, weil du ein großes Herz hast, ein Löwe bist du. Yes, Lego, Lego! Can I jump in? Spring da jetzt rein. Geil, Alter! Ich hatte eine Kooperation mit Honkai Star Rail. Ey, krieg ich irgendwas von meinem Partner? Guck mal, auch wieder. Richtiger Wichser, guck mal, wie die alle anstehen. Ich komme hier hin, ich habe wieder nichts gecheckt. Also ich habe mal wirklich für die Werbung gemacht, aber die checken das nicht. Ey, vielen Dank. Ich wünsche dir was. Ja, auch rein. Shoes are nice. I'm like a big influencer here in Germany. Okay. I make like huge videos. I want to ask if I get some shoes for a shout out. The shoes are for demo only. We only have the singles. Okay. You only have one shoe? Yeah, only the, okay, the one shoe. Can I get one? No, why, bro? I make a story, I say, JD is the best. You came a bit late. Okay. Oh, guck mal, da gibt's eine Maus. Was geht? Ich bin einer der größten Influencer in ganz... Ich kenn dich. Yes! Ey, krieg ich hier was? Was willst du, Bruder? Boah, so eine Maus oder so wäre geil. Maus, Keyboards. Kennst du nicht? Mauspads. Da komm ich ein bisschen bekannt vor. Ja, ich bin ein großer YouTuber. Hi, was geht? Ich bin Omid, ich bin ein großer Influencer. Ja, ja, ich guck mal, wir machen einen Deal. Okay. Du gibst mir was, kriegst einen Shoutout vom Video. Okay. Und dann. Was willst du denn? Was habt ihr da? Mauspads, Tastatur, Maus. Boah, ich glaube, ich warte da oben die ganzen geilen Designs. Kannst du mal langfühlen. Boah, wie geil! Digga, ich glaube, ich brauche eine neue Tastatur, ehrlich gesagt. Willst du mal einen kleinen ASMR machen? Damit öffne ich immer Instagram und schreibe in meinen Namen. Wo wohnst du? Achso. Ja, Pfeiltasten, ne? Frames. Zack, Frames. Boah, hier fehlt irgendwie irgendwas. Ja, geht mir genauso. Geht mir genauso. Ja, die ist geil. Ja? Die ist geil, ey. Schwarz oder was? Schwarz. Digga, wie krass. Nochmal Switches, die Swap-Swap-Switch. Okay, okay. Switch.
Okay. Drauf geht, nochmal Keycap, nochmal Leertaste, geil. Leertaste, geil, Escape geil, geil, ja? Geil, geil. Ja, gefällt dir? Nimm ich mit. Welches schwarze gefällt dir? Das da. Das links neben dem weißen. Das mit dem, ja. Mit dem Baum? Ja. Das holst du dir, okay? Okay. Ey, das sind die Ersten, die das richtig smart machen. Guck mal, ich komme immer so richtig dreckig zu denen und sage, ich bin Influencer. Das sind die Ersten, die es richtig ausnutzen, Digga. Ich gönne ich den. Bitte schön. Ey, vielen, vielen Dank. Ist ausgestattet. Ja, sehr, sehr gut. Oh mein Gott! Kennst du ihn? Ja, Papa, wir sehen ihn. Papa. Kennst du ihn? Was war das? Was hast du versucht, Bruder? Was hast du versucht? Ja. Jawohl, das ist gut, dass du dich kennst, pass auf, Bruder. Er ist Influencer, er ist Star. Ja, nee. Er ist abgehoben und so, weißt du? Und er versucht durch seinen Namen Sachen zu erreichen. Was kannst du ihm geben? Eine Sache, Bruder. Was ist das? Das ist eine Membership von die ist, glaube ich, für einen Monat, Bruder, die ist, glaube ich, $11 gerade drauf. Bruder, ist ein Anfang. $1,100 kostet die. Ja! Eine Membership geschenkt bekommen, weil ich Influencer bin. Let's go! Krass, Digga, let's go! Also ich bin so Samim, oder man gibt kleine Finger, weißt du, was ich will? Man nimmt ganze Hand, genau so. Was ist das für ein Auto? Porsche Taycan. Kann ich rein? Oh, bravo! Das ist ein Chip für das Auto. Alter, das ist ein Chefkuck. Ich hab ein Geschäft. Was hast du? Ich hab ein Telekom. Yes! Let's go! Hi, ich habe eine kurze Frage. Wie alt bist du? 19. 19, okay. Ich gehöre, also ich bin Creator hier. Ich war auch bei der Red Bull Area und ich wollte fragen, ob ich irgendwie dein Instagram oder so bekomme. Kannst du geben. Okay, hier, gib einmal dein Instagram ein. Okay, sehr gut. Ich wünsche dir was, sehr schönen Tag noch. Ich bin auch Gamer! Komm gleich auf die Bühne. Wo sind die hier? Ich habe eine Frage. Ja. Ich habe einen Auftritt hier um 15.45 Uhr. Soll ich jetzt schon hier so ein bisschen Stimmung machen oder erst später? Was ist denn für ein Auftritt? Für das Game jetzt gleich. Kannst du mir deinen Namen einmal sagen? Roat. Roat? Ja, auf Twitch x Roat. Schmeckt das Wasser? Ja. No one in Germany drinks the water here. Bei Star Wars durchströmen wäre krank. No. Kann ich meine Tasche kurz ablegen? Genau, 10 Minuten Zeit. Habt ihr eine Liste oder so da wegen meinem Namen? Ich bin Influencer. Ja. Von Puops. Und ich soll hier einen 10-minütigen Auftritt ganz kurz haben, eine Instagram-Story machen, ein bisschen was für YouTube und dann. Ich habe um 16.30 Uhr bei AMD einen weiteren Termin. Also, willst du jetzt ein Video machen? Ja. Dann sag dem Kollegen Bescheid und dann ja. Gehst du. Ich habe denen schon Bescheid gegeben, die wissen Bescheid. Ich soll hier von Puop, soll ich hier eine ganz kurze Instagram-Story machen drinnen. Ja. Dann was für YouTube und dann soll ich direkt wieder gehen. Alles klar, warte noch 3-4 Minuten. Okay. Ich meine, 2 Minuten, dann könnt ihr direkt. So, Freunde, wir sind am Stand angekommen. Wir dürfen auch gleich direkt rein. Und dann zeige ich euch, was das Game drauf hat. Ich soll ein Lichtschwert nehmen und einmal drauf. Okay, sehr gut, vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch. Wir haben uns gerade mit einfach irgendeiner Influencer-Karte, also die haben nicht mal Profil oder so, nach Profil oder so gefragt, aber ich glaube, die Schlange. Ich weiß nicht, wie lange die da schon stehen. Locker 30, 40 Minuten. Aber es ist einfach durchgemogelt. Der heftigste. Wenn du jetzt 2 Kräfte organisieren kannst, trotz dieser Schlange. Guck dir mal die Schlange an, bitte. Lass mich machen, Bruder, okay? Story gegen Crap? Was? Story gegen Crap? Ja, ja, das bin ich. Ich mach schnell Story, du gibst mir 2 Crabs und dann bin ich wieder weg. Tatsächlich anders. Das hast du gerade richtig krass gemacht mit Eier. Ah, ja, wenn du das durchziehst, du bist Motherfuck. Aber pass auf, danach musst du die Story löschen. Ne? Wir nehmen das Zepter selber in die Hand und organisieren. Jetzt keine Fotos, okay? So, Chefin. Achso, ich habe Ihnen gar nicht mein Instagram-Account gezeigt. Okay, ich mache kurz einen kleinen Teaser, dann können Sie Ihre Meinung abgeben, okay? Oh mein Gott, Freunde, ich bin hier gerade bei Bookwoods und hier wurden Sie ausgezeichnet 2022 und 2023 für die besten Crepes auf der ganzen Welt. Hier die Madame ist die CEO von dem ganzen Unternehmen und mir wurde gesagt, dass die ersten 100 Leute, die hierher kommen, gratis Krebs bekommen. Also kommt ran. Hier, die Schlange ist noch relativ leer für gratis Krebs. War geil, oder? Super toll. Okay. Ich hätte einmal Nutella und Banane. Nutella und Banane. Zweimal. Ja, ehrlich. Echt jetzt? Ja, ja. Nein, sorry. Aber ich bin Influencer. Ich schwöre Gott. Digga, der Teufel ekelt sich vor dir, Digga. Du bist kriminell, Bruder. Okay, super, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Falls jetzt ein kleiner Ansturm kommt, nicht wundern, okay? Da kommt safe keiner. Wir haben jetzt 2 Krebs bekommen, auf Nacken, für eine Instagram-Story. Das ist auch der normale Kurs für mich. Also ich glaube, das hat immer mal, das hat insgesamt 12 Euro gekostet. So viel kostet auch eine Story bei mir. Hi, sie gibt mir jetzt gratis Getränke. Sag mal, hi Mädels. Hi Mädels. Mädels.
Meles? Meles. Meles? Meles. Mädels? Meles. Was gibt's hier? Wir haben Kölsch, Cola, Fanta. Du hast ja gerade ein Bild von mir gemacht. Ein Video sogar. Ja. Das kostet ja eigentlich, ja, weißt eigentlich du? Ja, eigentlich schon, ne? Deswegen eine Cola und dann gehen sie wieder weg. Der Typ ist ein Motherfucker. Danke sehr. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das Spiel nicht so krass juckt. Deswegen versuchen wir, die ein bisschen zu promoten. Wirtschaften! 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 Ist hier der... Gebetsraum oder was? Woo! Ich bin Influencer! Ich bin Influencer! Ja! Ja! Oh. Grover, ich hab eine Bitte an dich. Was bist du? Was ist deine Bitte? Mein T-Shirt ist ein bisschen schmutzig, ja. Was willst du haben, mein Freund? Sag mal. Bruder, ich brauche ein T-Shirt, ja. Ein T-Shirt? Ja. Ich kann dir eins anbieten. Ja? Guck mal, das wollte ich jetzt anziehen. Ich sag dir ehrlich, ich schwöre. Ja? Aber das kannst du gerne anbieten. Boah, das ist geil, Digga. S-Mädchen Gaming Gear! Oh mein Gott, Digga! Bist du sicher? Kein Problem. My brother, my fan! Ah. Ich hab richtig Durst gerade, ja? Ja, ich kann's dir geben. Echt? Ich hab, okay. Eine hab ich schon leer hinten. Aber wirklich? Du ja, bist eine Maschine, reingucken. Digga. Freunde, mir wurde gerade das Angebot gemacht, nachdem Sydney inoffiziell seinen Rücktritt erklärt hat. Sag dir selber. Bruder, wir wollen die neue Gen sein, Bruder. Wir können saufen, wir sind geil am Ball. Wir können auch sehr motiviert am Glas. Glaubt ihr, er haltet das Tempo, was Sydney, Willi und so eingeführt haben? Wir können auf jeden Fall noch besser, Bruder. Seid ihr Bierkapitäne? Besser. Yes, denn ich brauche euch, Digga. Ich brauche neuen Nachwuchs. Okay, Freunde, Mike aus. X, Moments Höhle muss zu seinem Zug. Deswegen, harter Cut. Aber danke fürs Anschauen. Falls ihr sowas gerne öfter sehen wollt, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und haut rein.